Hallo bei Nerdvermedizin. Lang nicht mehr gesehen und heute hier in einem ganz ungewohnten Setting. Wir sind bei der Bergwacht hier in Bayern und neben mir sitzt Julia Meisel. Die ist nämlich Bergwachtärztin und ja, hat deswegen eine ganze Menge zu tun mit Rettungen im schwierigen Gelände. Ich glaube, im normalen Leben bist du ja Narkosemedizinerin, Anästhesistin und hast die ganze Zeit in der Unfallchirurgie auch verbracht. Ja, aber wenn ich das so richtig sehe, ist dein echtes Hobby die Bergwacht und draußen sein, oder? Ja, draußen sein. Vor allem. Aber was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt so eine Bergwacht rufe? Also jetzt stelle ich mir vor, ich komme als Wald- und Wiesennotarzt, fahre ich in die Fränkische raus und da liegt jetzt einer und jetzt sagt mein Fahrer, ey Philipp, ich glaube, da brauchen wir die Bergwacht. Wer kommt dann? Also das ist eine ehrenamtliche Sache. Erstens mal dauert es ein bisschen, bis wir kommen, weil wir nicht auf einer Rettungswache sitzen, wie jetzt der normale Rettungsdienst oder wie der Notarzt. Eben, wir werden alarmiert, dann müssen wir von der Arbeitsstätte oder von zu Hause, wer halt gerade Zeit hat, wir sind eine relativ große Gruppe, muss dann erst noch zur Rettungswache hinfahren. Und dann kommen in der Regel, ich sage jetzt mal, zwischen 4 und 8 Leuten, das ist ganz unterschiedlich. Am Wochenende gibt es eine Dienstmannschaft, da sind immer 2, 3 Leute auf jeden Fall vorhanden. Aber so mit 3, 4 Leuten können wir schon gut was anfangen, zu 5 ist noch besser. Und da ist ein Einsatzleiter mit dabei, der kümmert sich um das Ganze, wie das Ganze ablaufen wird. Die Mannschaft ist dann aufgeteilt in einen Sanitätsdienst, sage ich jetzt mal. Also es sind welche, die zum Patienten gehen, das besprechen wir vorher. In der Regel ist schon Rettungsdienstpersonal da und der Notarzt vielleicht auch schon da. Die können unterstützen, das sind alles ausgebildete Sanitäter. Es gibt auch den Bergrettungssanitäter jetzt bei uns, eine Zusatzausbildung. Und es gibt ein paar Notärzte natürlich auch. Und dann gibt es einen Trupp, der sich um den Abtransport kümmert. Also bei uns ist es schon so, wenn man zum Einsatz hinkommt, natürlich Eigensicherung, das ist ja immer überall eine Sache, auch bei uns, wenn man jetzt an den Kletterfelsen geht, muss man halt einfach wissen, da kann was von oben kommen, da können Steine runterkommen, da können Bäume, was weiß ich, alles Mögliche kann da runterfallen, gerade vielleicht auch, wenn der Hubschrauber kommt. Die schauen sich dann eben, ja, das umliegende Gebiet an, wo man gut rausholen kann, wo man gut abtransportieren kann. Kann man das Ganze bodengebunden machen, braucht man vielleicht den Hubschrauber dazu. Ist ein Windenkorridor überhaupt vorhanden, dass der Hubschrauber da die Möglichkeit hat, rauszuwinschen, so wie du es ja, ja mal erfahren durftest. Wir können es ja mal schnell einblenden. Genau. Okay, aber das klingt ja jetzt nach einer ganzen Menge eher Rettung. Also eher, wie kriege ich die Person, die Betroffene, da wieder raus. Wie ist denn so die medizinische Kompetenz von der Bergwacht am Einsatzort? Denn wenn ich mir jetzt so den Durchschnittsrettungsdienstler vorstelle, die klettern jetzt sicherlich nicht irgendwo an den Felsen. Behandelt ihr auch schon am Unfallort quasi, der ja teilweise ganz schwer zugänglich ist? Das natürlich schon. Wie gesagt, wir sind alle Sanitäter oder höher. Von dem her wissen wir schon so grob, was zu tun ist. Behandeln insofern, also bei uns ist zum Beispiel Hypothermie ist ein großes Thema. Die Leute liegen draußen. Bei uns der Einsatz findet nicht in Häusern, in Wohnungen statt. Von dem her ist man eigentlich mehr oder weniger schon mit einer Rettungsdecke bewaffnet, wenn man da hinkommt. Da werden die geprimed schon, die ganzen Anwärter von uns. Dass das eine wichtige Sache ist, machen die Erstversorgung, was das angeht. Wir müssen natürlich auch schauen, wenn das Ganze in einem Absturzgelände stattfindet. Bei uns ist es jetzt eher steiler Waldboden, manchmal sind es auch die Kletterfelsen oder gerade auch im Glücksteig, wo mal Leute drin hängen, brauchen wir eine Selbstsicherung, die schränkt nochmal unser Arbeiten ein in der Bewegungsfreiheit. Wir müssen gucken, dass wir unsere Sachen da irgendwie hinlegen können, dass da unser Zeug nicht runterkullert und runterpurzelt. Also es ist halt, man muss ein bisschen ein anderes Auge dafür entwickeln und das kriegt man in der Ausbildung mit, genauso wie die notfallmedizinische Grundausbildung. Also es kann von uns jeder Blutdruck messen, es kann von uns jeder einen Patienten betreuen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich nehme mal an, ihr werdet versuchen, am Berg im schweren Gelände jetzt alle vermeidbaren Maßnahmen irgendwie zu unterlassen und den Patienten zum Beispiel erst zu intubieren, sobald er irgendwo gerettet ist, wenn es irgendwie vertretbar ist. Natürlich, also wir machen draußen das Nötigste, was wirklich nur sein muss, stabilisieren und dann abtransportieren.
Man braucht sich draußen nicht verkünsteln, der Patient wird kalt. Da ist das Nötigste zu machen und dann. Jetzt hast du einen guten Punkt gesagt, Hypothermie. Ja. Der Patient wird kalt. Also jetzt haben wir ja die, ich sag mal, die Alufolie dabei. Aber meine Erfahrung ist, dass die jetzt so mittelgut mich selbst gewärmt hat. Was macht ihr mit einem, den ihr jetzt in der tiefen Winterkälte irgendwie findet? Also natürlich ist die Alufolie der erste Angriff, wenn dann der Notarzt da ist und wenn man weiß, was der alles noch für Diagnostik oder sonstige Maßnahmen machen möchte. Danach geht es darum, den Patienten schnell einzuladen. Und da haben wir uns einen Beigesack da. Das ist ein, ja, ein kompletter Sack, da ist eine Vakuummatratze drin. Da schauen wir, dass wir den Patienten möglichst schnell da drauf kriegen. Die Vakuummatratze isoliert schon mal gut. Man kann den Patienten darauf gut stabilisieren. Ich meine, wir haben viel traumatische Notfälle, Wirbelsäulengeschichten oder sowas, da ist das eine gute Sache. Deckel drauf, ganz klassisch. Es gibt sowas wie Wärmewesten, die sind zu so Vakuum verpackt, die kann man aufreißen, die reagieren mit Luft. Ich glaube, da ist irgendwas mit Eisen drin. Das wird dann warm, das kann man dem Patienten noch mit anlegen. Also, wir haben dann schon Mittel und Wege, aber der Beigesack ist eigentlich so. Unser Standardding, da ist der Patient, wenn der dann komplett verschlossen ist, dabei gesagt, der ist gut verpackt, der ist wind- und wasserdicht. Man muss sich halt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, vorher noch überlegen, wenn man den Patienten da drin verpackt, was für Diagnostik brauche ich? Also was man sich auch überlegen muss, zum Beispiel hat der Patient, wenn das ein langer Abtransportweg ist, kann es sein, dass der nochmal Schmerzen bekommt, braucht der noch Medikamente, da bringt mir nichts, wenn die Infusionsnadel da an der Hand ist und der Patient bis oben hin verschnürt ist. Das Ganze muss man verlängern mit einer Heidelberger Verlängerung, drei Wegehahn hin, den Patienten auf die Stirn kleben im Zweifelsfall. Genauso die ganze Diagnostik, man muss sich überlegen, was man braucht. Und das muss man einfach kommunizieren, da muss man mit dem Rettungsdienst bzw. mit dem Notarzt sprechen, was er denn wirklich haben möchte. Wenn das Ganze ein Abtransport durch den Wald wird, der vielleicht auch ein bisschen länger geht, Sprich, dass man die Kirche im Dorf lässt. das ist ja ein total guter Punkt, den du sagst, dass man erstmal daran denkt, naja, wenn einer im Bergesack verpackt ist, dann ist er verpackt. Das heißt, den so präparieren, dass man auch nicht sofort wieder nach 2 Minuten irgendwas korrigieren muss. Und dann aber im Endeffekt schnellstmöglich ja, verpacken im weitesten Sinne. Ihr packt einen Bergesack, wir würden ihn dann eben in die Alufolie, in die Rettungsdecke Die kommt einpacken. natürlich noch mit rein. Okay, jetzt habe ich noch eine unbedingte Frage an dich, wenn wir über Klettern reden. Und zwar gibt es doch da dieses Hängetrauma. Also wir können ja mal, ich kann dir mal so eine Idee von mir sagen. Ich komme jetzt zu einer Bergwand und da wollte irgendeiner klettern gehen. Der hat noch nicht so oft geklettert und der hat sich da jetzt verletzt und hängt seit einer Dreiviertelstunde in seinem Sitzgurt Gut. drin. Genau. Der kann ein Hängetrauma bekommen, oder? Was ist das überhaupt? Kann er bekommen? Ja, natürlich. Also das Problem ist einfach, wenn die Leute lange im Gurt sitzen, das haben wir bei uns tatsächlich häufig mal am Höhenglücksteig, der Klettersteig bei uns in der Fränkischen, wo viele dann trotzdem ja, ein bisschen unterschätzen oder sich überschätzen, die dann länger da in ihrem Klettersteigset hängen. Letztendlich ist es so, dass dadurch die ja, ein venöses Pooling, sagt man, entsteht. Stoffwechselprodukte fallen an. Wenn der da lang drin sitzt, dann findet da einfach der Blutaustausch nicht mehr so statt, wie der stattfinden soll. Das ganze Zeug sammelt sich in den Beinen, weil die nach unten hängen. Deswegen empfiehlt man ja immer bei einem Hängetrauma, dass man sich ab und zu mal abstützt, gegen die Wand tritt, dass man das mal entlastet. Wenn das nicht so ist, man muss einfach mit solchen Patienten vorsichtig umgehen. Die hängen in der Wand, da ist ja primär schon mal die Überlegung, wie kriege ich den überhaupt raus aus der Wand. Da kann ich wahrscheinlich nicht einfach so hingehen und die nehmen und da rausschnappen. Und auch das ist was, was wir mit der Winde Ja, durchaus gut lösen können. da haben wir ja, glaube ich, auch ein ganz cooles Video, wo ich mit so einer Kapprettung gerettet Da warst du mit werde. dabei, ja, genau. Genau. Ja, wie würdet ihr das dann machen? Also jetzt, man kann ja auf dem Video ganz gut sehen, wie ich da rausgeschnitten werde aus dem Seil und dann hänge ich aber ja trotzdem erstmal, ne? Also ich bin immer noch nicht in der waagerechten. Das lässt sich erstmal nicht vermeiden. Also wenn das mit der Winde passiert, dann wirst du erstmal für den Flug natürlich noch hängen. Das kommt letztendlich der Luftretter runter, der hat eine Schere dabei. Wichtig bei sowas ist, dass man sich auch den Sichernden anschaut. Jetzt ist es bei uns so, dass wir keine Mehrseillängentouren haben. Das heißt, dass wir in einer steilen Wand, wo es vielleicht noch mal 100 Meter runter geht, hängen.
Da müsste man sich tatsächlich erst mal den Sichernden und den Standplatz anschauen. Nicht, wenn ich dich da oben rausschneide, der da unten dann auch noch abstürzt, das wollen wir nicht. Letztendlich ist es dann so, die Rettung des Verletzten. Der Luftretter kommt hin, schnallt sich mit einer Kapprettungsschlinge, nennt die sich, den Patienten mit an seinen Sicherungspunkt, am Windenhaken, lässt dann ein bisschen den Hubschrauber beziehungsweise die Winde anheben, sodass sich das Seil von dem Patienten entlastet und dann kann er das Ganze durchschneiden und dann geht's hoch. Ja. Da, ja. Jetzt kann es ja sein, jetzt bin ich vom Rettungs-, vom Hängetrauma total betot. Wie versuchten ihr das jetzt zu vermeiden? Also einfach massive Lagerungen danach, also Flachlagerungen, möglichst zu vermeiden und vielleicht nicht die Beine hochheben, könnte ich mir denken. Das wäre ungünstig. letztendlich, wenn man am Hubschrauber an der Kufe ankommt, ist es so, dass der Patient in den Hubschrauber oder an den Hubschrauber rangezogen wird. Da sitzt er ja erstmal. Also da sollte das primär mal keine Gefahr darstellen. Wir gehen ja jetzt von dem Patienten aus, der noch bei Bewusstsein ist. Der Hubschrauber wird dann irgendwo anlanden und dann wird es so sein, dass man den Patienten auch möglichst in dieser sitzenden Position aus dem Hubschrauber rausbringt. Den kann man auf die Wiese setzen. Man sollte ihn vielleicht nicht gleich komplett flach hinlegen. Man sollte ihm auf keinen Fall dann die Beine natürlich gleich hochtun wäre. Schöne Schocklage. Ja, genau. Ungünstig. Okay, und im Endeffekt, da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Bogen auch zur Hypothermie, ne? Weil da, ich meine, da geht es ja im Endeffekt auch um Ähnliches. Also tatsächlich kann man ja sagen, sind das relativ vergleichbare Krankheitsbilder, wo es im Endeffekt um so eine Reperfusion geht oder darum, dass eben aus einerseits kalten oder eben längere Zeit schlecht perfundierten Regionen das Blut nicht sofort nach zentral laufen soll. Ja. Genau, also das ist die Gefahr dann. Ich meine, bei der Hypothermie haben wir natürlich noch die anderen Faktoren, wenn man dann mal weiterdenkt. Die Gerinnung wird schlecht. Häufig haben wir polytraumatisierte Patienten, die sich verletzt haben, die vielleicht stark bluten, die in den OP müssen. Man sagt ja irgendwie, ich glaube, pro 1 Grad Verlust der Körpertemperatur ist die Funktion der Gerinnungsfaktoren 10-15% reduziert. An sowas sollte man denken, wenn die Patienten zittern, der erhöhte Sauerstoffbedarf, den der Körper hat, also schlechtere Wundheilung bei Hypothermie, das und ich glaube, das kann man ja auch, also das ist sicherlich auch eine ganz wichtige Message, die du gerade gesagt hast, die Mortalität steigt extrem mit sinkender Körpertemperatur. Ich glaube, unter 30 Grad Körpertemperatur waren Aufnahmen vom Schockraum fast eine 100%ige Mortalität vergesellschaftet. Zumindest gab es da mal eine Studie zu. Das Spannende ist ja, die Hypothermie kannst du ja möglichst früh behandeln. Sprich, jetzt komme ich an den Einsatzort, ich habe euch angerufen, das heißt nicht Handy in die Taschen und in der Gegend rumschauen, sondern vielleicht selber auch schon mal auf die Idee kommen, die Alufolie rauszupacken, irgendwie für Wärme zu sorgen. Ja. Und du hast es ja gesagt, es muss jetzt nicht der professionelle Bergesack sein, es kann auch die ganz normale Decke sein, oder? Kann es auch sein, Hauptsache Patient warm und wo man auch dran denken soll, wenn es draußen regnet oder wenn da gerade der Wind hinzieht, vielleicht, wenn sich der Patient noch bewegen kann oder dass man ihn abschirmen kann, dass man ihn ein bisschen aus dieser nassen und kalten, windigen Zone abschirmt oder rausbekommt, je nachdem, okay, was er für Verletzungen hat. Klasse, und jetzt habe ich eigentlich nur noch eine letzte Frage und zwar, also mir persönlich hat es ja extrem viel Spaß gemacht, mit euch zu trainieren. Wenn ich jetzt sage, also ich wohne nicht gerade im flachen Land, im flachsten Land, ganz in Norddeutschland und ich will zur Bergwacht, wie komme ich da hin? Melden. Googeln im Internet Bergwacht Frankenjura eingeben und dann sieht man uns. Wir haben hier nicht nur im Frankenjura, wir haben im Fichtelgebirge Richtung Regensburg runter, es gibt überall Bergwachten. Klasse, das heißt, wenn ihr unbedingt mal zur Bergwacht wollt, dann entweder kontaktiert ihr uns oder geht direkt zur Bergwacht. Wir leiten euch auf jeden Fall weiter. Und wenn ihr Fragen habt an Julia, wo ihr sagt, Mensch, also das interessiert euch einsatztaktisch total, auch dann gerne uns einfach schreiben. Wir leiten alles ungefiltert an Julia weiter, die sich damit beschäftigen. Genau, ich muss mich nochmal bei dir ganz herzlich bedanken dafür, dass ich mit euch trainieren dürfte. Total coole Geschichte, also ich muss sagen, könnte ich besser klettern, hätte ich mich dort beworben. Und ja. Kann ja noch werden. Auf jeden Fall. Und das war's von mir. Teilen und liken und unbedingt Fragen in die Kommentare. Ciao.